Moin Moin. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit uns, einer neuen Woche mit neuen Abenteuern. Wir sind jetzt hier im Nordosten der Insel und stehen hier am Aflaki Beach. Und ja, das Wasser hier ist einfach traumhaft. Es ist nach unserer fünfwöchigen Tour auf Korfu, wie wir finden, das sauberste und klarste Wasser der ganzen Insel, bis jetzt jedenfalls. Es macht so Spaß darin zu baden. Und es wird auch die letzte Woche hier auf Korfu sein, denn nächste Woche sind wir schon wieder auf dem Festland. Ja, und heute zum Start des Videos haben wir uns vorgenommen, eine kleine Wanderung zu machen. Denn hier führt so ein ganz kleiner Wanderweg entlang. Der wurde uns von David und Melinda empfohlen. Die standen nämlich auch hier. Und ja, die kleinen Buchten, die man über diesen Weg erreicht, sollen super schön sein. Das sind wirklich so ganz kleine Buchten, die man normalerweise halt eigentlich nur mit dem Boot erreichen kann. Oder eben über diesen kleinen Wanderweg. Und ja, das haben wir uns heute vorgenommen. Wir nehmen euch mit und starten somit in eine neue Woche. Also legen wir los. Viel Spaß mit uns und dieser Folge. Wir steuern jetzt die erste Bucht an. Wir sehen auch schon das Wasser. Ja. Und ja, mal schauen, wie lange wir jetzt noch brauchen. Das ist die Akoli-Bucht. Der Akoli-Strand. Und der gerade eben, der allererste, das war der Nudistenstrand. Oder waren keine Lucky Dice. Gut, weiter geht's. Aber wir hätten uns ausziehen können. Dann wären wir weg. Hätten wir ja. Jump! Das ist ein Weg, wa? Steiniger Weg. Ja, ein steiniger Weg. Das ist ein steiniger Weg. Ja. Guck mal, so sieht ein steiniger Weg aus. Ja, und jetzt passt das Lied von Xavier Naidoo, dieser Weg. Das passt jetzt dazu auf jeden Fall. Ah, ich sehe ihn schon. Wir sind gleich da. Ich kann das Wasser sehen. Und wow. Willkommen in der Akoli-Bucht. Ah, okay. Ui, da brennt ein Schiff. Nein, ja, das qualmt ganz schön. Ja, das scheint gerade ein Suntory-Boot angekommen zu sein. Deswegen. Es ist gar nicht so leer hier, aber... Das sind zwei Touri-Boote. Ja, ein Piratenschiff. Hm. Und es brennt. Die räuchern was, die grillen was. Ach so, ah ja, stimmt.
Wahrscheinlich machen die Mittagessen für die ganzen Touris. So, weiter geht's zur nächsten Bucht. Das hier ist die Akuli und ganz da hinten sieht man Zarande von Albanien. Man sieht die ganzen Häuser da, das ist richtig nah dran. Ja. Das ist Zarande, ja. Und wir gehen jetzt weiter zur nächsten Bucht. Da ist sie schon, die nächste Bucht. Ah ja, guck mal, und da kann man dann oben drüber laufen zur nächsten Bucht. Genau, zur nächsten Bucht dann. Weiter zur nächsten Bucht und mal gucken, wie weit wir hier noch überhaupt lang gehen können. Ich glaube, irgendwann sind wir dann in Agios Stephanos. Irgendwann sind wir in Corfu Stadt hier. Mal gucken. Also auf jeden Fall müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist schon mal ganz klar. Ja. Oder wir brauchen, so wie damals Michael Knight mit Kit, so eine Uhr. Carlson, wir brauchen dich. Komm. Der Propeller ist angeschmissen und dann kommt er uns abholen. Wie geil wäre das denn? Da ist ein Haus. Ja. Wow, das ist ein schönes Haus. Ja. Wir haben gerade ein bisschen doof geguckt, weil nämlich unsere Uhrzeit gerade 12 Uhr ist. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Unsere Handys haben sich wieder ins albanische Netz eingeloggt, denn da ist es nämlich gerade 12 und hier ist es schon 1. So nah sind wir in Albanien dran, dass das Netz ab und zu mal umspringt. Ja. Ja, die Zeitzone, die scheint richtig, also direkt im Wasser zu sein zwischen Albanien und Griechenland oder Korfu in dem Fall. In dem Fall, ja. Total seltsam, weil das so nah ist und dann... ja, ist es bei uns eine Stunde später und da ist eine Stunde früher. Das ist unfair. Ja. Naja. Tja. Zur nächsten Bucht. Okay, wir gehen zur nächsten Bucht. Wir machen noch eine, dann ist das Cape Agios Stephanos noch da und dann gehen wir auch wieder zurück. Boot fährt auch weg. Das heißt, wir haben die ganze Bucht für uns allein. Oceans, yeah. Oceans, paper submarines. Motions, emotions, blissful hurricane. Swirling through me. Oceans and oceans, blue bags.
Okay, wir machen uns auf den Rückweg zurück zu Karlsson. Wir sind jetzt hier, die nächste Bucht ist Agios Stephanos. Habt ihr auch gerade eben mit Drohne schon gesehen und das Kap Agios Stephanos. Aber da gehen wir jetzt nicht noch hin, das ist viel zu weit. Deswegen gehen wir jetzt zurück, den ganzen langen, weiten Weg wieder zurück. Außerdem haben wir auch schon langsam Hunger. Ja, wir haben auch richtig Hunger. Wir haben alles, wir gehen zurück. Aber auch auf jeden Fall sehr schön, hier mal reinzuspringen. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Aflaki Beach. Und wir sehen Karlsson. Hui. Gut, dann einmal kurz reinspringen. Hey. Und dann essen wir was, ja? Ja. Das sind viele Autos jetzt hier. Heute Morgen war alles noch leer. Ja, und gestern war auch nicht so. Ja, gut, das Wetter war auch. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne scheint, es ist ein richtig schöner Tag. Wir haben den Tag auch richtig gut begonnen und zwar mit Baden, mit Duschen. Jana hat Yoga gemacht, ich war faul heute und wir haben uns frisch gemacht und sind jetzt startklar. Und ja, übrigens haben wir gestern gar nicht mehr gefilmt, weil wir euch mit nochmal baden und nochmal essen gehen nicht langweilen wollten. Aber dafür haben wir heute was vor. Und zwar haben wir hier oben im Norden zwei Dörfer markiert. Die letzten beiden Dörfer hier auf der Insel, die vor uns markiert wurden. Und eins davon ist ein Geisterdorf. Ist ein sehr, sehr altes Dorf, ist halt verlassen, so wie wir gelesen haben. Und sind wir schon sehr gespannt drauf. Ja, wie gesagt, wir sind startklar. Nehmen euch heute mal mit zu den beiden Dörfern und ja, fahren einfach jetzt mal los. Shows up in that boy flexion.
So schnell kann man sich mal eben kurz festfahren. Wir sind ja gerade diesen steilen Berg hochgefahren und wollen zu den Dörfern, die ja in den Bergen liegen. Und jetzt stehen wir hier und das Navi will uns hier durchjagen. Und das geht natürlich gar nicht. Ich zeige euch mal kurz, wie die Straße hier aussieht. Also, da kannst du ja gar nicht lang fahren. Das ist der absolute Wahnsinn, hier jetzt irgendwie weiterzufahren. Man weiß nicht, wie lange das noch so ist, die Straße. Da kommt man da gar nicht durch. Und das geht noch richtig weit da hoch. Also, Planänderung. Dann müssen wir jetzt einmal eine andere Straße wählen und hoffen, dass wir dann da besser durchfahren können. Aber wie cool, ey. Ja, okay. Weiter geht's. Morgen auch von mir nochmal. Wir sind mittlerweile im ersten Dorf angekommen und zwar ist es das Dorf Luzis. Und wir haben gerade festgestellt, dass das Dorf eigentlich nur aus einer Straße besteht und aus ein paar Häusern. Aus der Dorfstraße. Ja, genau. Auf jeden Fall sind hier auch einige kaputte Häuser zu sehen. Aber es gibt hier auf jeden Fall ein Café, das haben wir gerade gesehen und das sieht sogar richtig süß aus. Und jetzt haben wir gesagt, halten wir hier trotzdem mal an und gehen da mal rein. Vielleicht trinken wir da noch mal ein Käffchen. Ja, dann lasst uns mal anschauen. Okay. Wir sind weich. Was ist das? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Keine Ahnung. Neuer Blumenstrauß für Carlson.
paar Weintrauben. Ja, das ist so schade, weil die Häuser sind halt total verlassen und ja, dann liegen die halt so wie da, total vergammelt. Auf dem Boden rum. Ja. Keiner kümmert sich drum. Und die sind richtig lecker. Aber wir kümmern uns. Ja, wir kümmern uns jetzt drum. So, das war's jetzt auch schon mit der kleinen Dorftour durch Luzis. Denn viel ist hier tatsächlich nicht. Eine Straße, wie gesagt, kleiner Café und ja, wir haben ein paar Weintrauben gefunden. Genau, wir haben ein paar Weintrauben gerettet. Und ja, das Café war leider auch nichts. Es war irgendwie ja doch nicht so einladend. Aber ja, wir haben uns das auf jeden Fall mal angeschaut und war auf jeden Fall ganz süß. Ja. Ja, und jetzt geht's weiter. Zum nächsten Dorf. Genau, zum zweiten Dorf. Zum Geisterdorf. Zum Geisterdorf, das war auch schon ein Geisterdorf eigentlich. Ja, das einzige Highlight war hier, dass hier so ein Rohrbruch war. Das ganze Alle Dorf wandern. Steht da rum, ja genau. Gut, wir fahren weiter. Ja, wir fahren hier gerade durch eine Gegend, wo es anscheinend richtig doll gebrannt hat. Also das kann man richtig sehen. Die ganzen Bäume sind total schwarz. Und ja, also hier hat es anscheinend auf jeden Fall richtig doll gebrannt. Das haben wir jetzt bisher noch nicht so gesehen, außer hier im Norden, ne? Also und das ist halt auch wirklich eine Riesenfläche. Also wir fahren schon echt lange durch diese, ja, eigentlich komplett abgebrannte Landschaft. Ja, und auffällig ist auf jeden Fall auch, dass die ganzen Bäume auch, also die Bäume, die halt eben nicht ganz abgebrannt sind, sondern nur heiß geworden sind, dass die alle so orange aussehen. Also wir sind quasi abrupt in so eine Herbstlandschaft reingekommen. Wir dachten halt so, es kann eigentlich gar nicht sein, weil wir halt noch gar keine Herbstblätter hier gesehen haben auf der ganzen Insel. Aber ja, das sieht wirklich so aus wie so eine Herbstlandschaft durch das, ja, durch die Hitze wahrscheinlich. Also es sind halt eben die Bäume, die nicht ganz abgebrannt sind. Deswegen sind die halt alle rot und orange geworden. Und darunter die Stämme, die sind halt wirklich kohlschwarz. Ja, auf jeden Fall verrückt. Es ist eine riesen Fläche. Und wir vermuten, dass es halt wahrscheinlich der Brand gewesen sein muss. Wir wissen jetzt nicht genau, ob der dieses Jahr war oder letztes Jahr. Auf jeden Fall war hier ja, ich meine, das war sogar dieses Jahr, im Sommer, oder? Ja, hat es hier auf Korfu ja gebrannt und das muss wahrscheinlich die Gegend gewesen sein. So, und da sind wir auch schon angekommen, und zwar an unserem zweiten Dorf für heute, dem verlassenen Dorf Old Peretier, wie man hier hinter mir auch an der Tafel sehen kann. Ja, das gehört zu den sogenannten Geisterdörfern hier auf Korfu. Es gibt viele von diesen verlassenen Dörfern. Das hier ist das älteste Dorf aus dem 14. Jahrhundert und liegt auf 450 Metern Höhe, direkt fast neben dem Berg, dem höchsten Berg von Korfu, nämlich dem Pantokrator mit 908 Metern. Und ja, es ist verlassen. Wo jetzt die Einheimischen hier hin sind, wissen wir gar nicht. Das konnten wir nirgendwo nachlesen. Aber mittlerweile wird es auch seit 2010 wieder restauriert. Und es gibt mittlerweile hier einen Souvenirladen und zwei Tavernen. Und man kann hier tatsächlich auch mittlerweile wieder übernachten. Und sehr interessant finden wir halt, dass es damals als Piratenversteck genutzt wurde. Ist auch sehr interessant, weil es nämlich hier, von hier aus kann man das Meer sehen, aber man kann halt nicht gesehen werden. Ist schon gewieft, das denn hier irgendwie als Piratenversteck zu nutzen. Ja, also, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir da rein und schauen uns das an. Sind auf jeden Fall sehr gespannt. Jana konnte es gar nicht mehr abwarten, die ist schon vorgelaufen und ich gehe jetzt mal hinterher. Polizei gleich kommen. Wow! Der Glöckner von Old Peretier. Ja, das reicht jetzt, Flo.
Das hier ist übrigens das einzige kleine Hotel, was es hier in Old Peritia gibt. Richtig süß. Guck dir mal die Treppen hier an. Da kommt man ja gar nicht hoch. Nix für alte Leute. Da wachsen schon Bäume im Haus. Ja, die Natur holt sich alles zurück. Ja. Also, wer Interesse hat, das Haus kann man mieten. Das ist die Telefonnummer. So, wir sind fertig mit Old Peritia und wir müssen sagen, ein sehr, sehr schönes, verlassenes Dorf. Mhm. Also ich würde sagen, das ist eigentlich so bisher unser Highlight von allen Dörfern, die wir gesehen haben. Es war wirklich schön. Ja. Also so eine
tolle Atmosphäre, so eine tolle Energie hier, obwohl es halt eigentlich verlassen ist, aber so schön. Also da sind wirklich so, insgesamt haben die hier 5 Tavernen. Nicht 2, sondern 5 mittlerweile. 5, genau. Und ja, klar, hier ist halt nicht so viel los, aber irgendwie auch doch, ne? Also es war wirklich schön. Ja, also heute war schon viel los. Natürlich tagsüber ist viel los, aber abends fahren sie alle wieder runter zu ihren anderen Häusern und dann ist es halt sozusagen wieder verlassen. Und wir haben aber einen Mann kennengelernt, der arbeitet hier in dem einzigen Souvenirladen, den es hier gibt. Der kommt ursprünglich aus England, der Johnny. Und der hat uns so ein bisschen erzählt und er sagte, dass er seit 26 Jahren schon sein Haus hier hat und er kommt immer wieder her. Und jetzt ist er halt auf Rente und ist eigentlich der Einzige, der hier aktuell quasi durchgehend lebt. Und er sagt, er liebt es. Er ist wirklich der Einzige hier im Dorf. Das ist der, wo wir den Honig gekauft haben. Ja, genau. Ja. Und ja, das war richtig schön und die Menschen sind einfach so, so herzlich und wir haben in einer Taverne richtig lecker gegessen und die sind einfach so freundlich und so gastfreundlich und so nett. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir waren irgendwie zu Besuch bei unserer Familie oder so. Ja, man kommt hier rein und fühlt sich gleich wohl. Ja, also es ist, genau. Man sitzt da und denkt sich so, wow, ja. Es ist und sehr gut. Diese Stille und einfach diese Vögel überall, die hier zwitschern. So Frühlingsstimmung hast du vorhin gesagt. Ja. Ja. Genau, und einfach so friedlich, irgendwie so, so ruhig und einfach nur schön. Also wir auf jeden Fall empfehlen Old Peritier, wenn man hier auf Korfu ist, unbedingt anschauen, unser Highlight. Genau, und eigentlich wollten wir noch zum höchsten Berg hier auf Korfu, zum Pantokrator, genau. den haben wir auch von hier aus gesehen. Der ist nur 1,8 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber um dahin zu gelangen mit dem Auto, muss man einmal komplett außen rum fahren. Das dauert ungefähr eine Stunde. Dann haben wir gesagt, das ist jetzt viel zu umständlich, einmal außen rum zu fahren. Ja, das lassen wir dann jetzt doch aus. Genau. Wir haben uns den von hier angeschaut. Und würden jetzt, denke ich mal, zu unserem Stellplatz fahren. Theoretisch könnten wir sogar hier stehen bleiben. Hier unten ist ein Parkplatz, der recht ruhig ist. Aber wir haben hier noch so einen Stellplatz direkt am Strand gefunden. Ins Wasser springen. An der Nordküste sozusagen. Ja. Und da fahren wir hin und verbringen wahrscheinlich nochmal eine Nacht da. Und dann geht es auch langsam wieder zurück Richtung Korfu Stadt, damit wir dann bald auch die Fähre nehmen können. Genau. Dann sind wir jetzt hier durch und dann sehen wir uns beim Stellplatz wieder. Genau. Bis gleich. So, und da oben, da ist die Antenne oben drauf und das ist der höchste Berg von Korfu mit 908 Metern. I was out there alone, moving from station to station. I've been searching for the right one, but I was ready for something more. My perfect love, you were out there going solo. With the wild ones, you were ready for something more. So, und da sind wir angekommen an unserem Stellplatz für heute Nacht. Wir stehen hier eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ne? Genau, am Astrakari Beach heißt das hier. Astrakari. Genau, jetzt bleiben wir hier auf jeden Fall heute Nacht und morgen schauen wir einfach mal, ob wir hier noch. Ich glaube nicht, dass wir noch länger bleiben hier, ne? Also wahrscheinlich nur für eine Nacht und dann schauen wir, ob wir morgen schon wieder runter an den Hafen fahren, nach Korfu Stadt zur Fähre oder ob wir morgen noch irgendwo hier in der Nähe bleiben. Also würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute, machen hier Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir stehen jetzt hier vor unserer Fähre, die uns in einer guten halben Stunde aufs Festland zurückbringen soll, nämlich nach Igoumenitsa. Noch ist die Fähre absolut leer. Wir können noch nicht, die Fähre absolut leer. Wir können noch nicht rauffahren, aber es wird auch nicht so voll, glaube ich, weil aktuell stehen ja nicht so viele Autos mit uns zusammen. Oder aber die kommen hier alle in letzter Minute. Mal schauen.
Auf jeden Fall freuen wir uns, wieder aufs Festland zu fahren. Ja, denn langsam wird es tatsächlich wirklich Zeit für uns, denn wir sind hier knapp 6 Wochen jetzt schon auf der Insel und wir haben gefühlt alles gesehen, sogar mehrfach. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt weiterzuziehen, mal gucken, wie es für uns weitergeht dann auf dem Festland. Aber heute steht auf jeden Fall eine ganz große Aufgabe für uns noch an, und zwar Wäsche waschen. Wir werden nämlich direkt von der Fähre zum Waschsalon fahren und ganz viele Waschmaschinen waschen, denn wir haben hier auf Korfu nicht wirklich gut waschen können und haben einfach gesagt, okay, wir waschen das dann, wenn wir auf Festland ankommen. Und ja. Das machen wir heute. Wir haben garantiert 5 oder 6 Waschmaschinen. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, dann warten wir jetzt auf die Fähre und dann geht's auch los und euch nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in Igoumenitsa wieder. Ja. Moving on. As I go, shut it up both ways before you cross me, baby, 'cause I don't break from boys. I'm moving on. Und da sind wir auch schon. Also herzlich willkommen auf dem Festland in Igoumenitsa. Die Fährfahrt war auf jeden Fall im Großen und Ganzen sehr ruhig, hat ab und zu mal ein bisschen geschaukelt. Aber wir haben es auf jeden Fall genossen. Wir haben währenddessen gearbeitet. Die Zeit ist nicht wie im Flug vergangen, sondern wie auf der Fähre. Wie sagt man das? Und wir haben jetzt bezahlt für eine Tour, nämlich für Carlsson und uns beide 69 Euro. Ja. Ja, kann man mal machen. Da bleibt ja nur noch zu sagen, dass ja, Korfu uns sehr, sehr gut gefallen hat. Wir hatten sehr schöne 6 Wochen dort und ja, es ist von allem ein bisschen dabei und wir würden auf jeden Fall die Insel sehr empfehlen, vor allem in der Nebensaison. Nebensaison, genau, weil wir können uns vorstellen, dass in der Hauptsaison das auch recht voll ist, aber jetzt, so wie wir da waren, im September, ne, September, Oktober war super schön, das Wetter war noch herrlich, ja. Wir hatten super viel Sonne und ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch wenn wir jetzt erstmal wahrscheinlich nicht mehr in nächster Zeit hinfahren werden, aber ja, es gibt ja auch noch so viele schöne Orte zu sehen. Ja, und das machen wir auch, denn nächste Woche geht es für uns weiter hier auf dem Festland. Neue Abenteuer mit uns. Und wie schon angekündigt, gehen wir jetzt erstmal Wäsche waschen. Ja, unbedingt. Denn wir haben überhaupt keine Klamotten mehr im Schrank. Das ist mein letztes T-Shirt. Ein T-Shirt. Und genau, aber vorher beenden wir das Video. Hat wie immer Spaß gemacht, euch diese Woche mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Teilen, weitersagen und abonnieren, den Abonnieren-Button drücken, ganz wichtig, das hilft uns und unterstützt uns. Und ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, folgt uns auch bei Instagram und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Neue Abenteuer. Also, bis dann. Tschüss.